Nein, ich habe mich interessiert immer für mein ganzes Leben für Sport. Unter anderem auch natürlich für Hackl. Das ist klar. Also das war immer so unser Kleiner. Also ich persönlich, ich habe die Krankheit sowieso. Ich spreche jeden, der mir über den Weg läuft, darauf an und versuche, alle Menschen immer darauf aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren, wie wichtig erneuerbare Energien sind. Ich bin gerade vorbei und habe ihn gesehen. Da denke ich, jetzt muss ich ihn mal ansprechen. Wir müssen natürlich versuchen, diese Energiewende voranzutreiben und so schnell wie möglich eine hundertprozentige Versorgung mit erneuerbaren Energien erreichen. Dass es geht, das haben wir jetzt gesehen, in welcher Kürze der Zeit der Anstieg der erneuerbaren Energien bisher erfolgt ist, und dieser Weg muss weiter beschritten werden. Ich finde das eine hervorragende Idee. Ich unterstütze das voll und ganz. Ich finde es nur schade, dass es zu wenig Steuervergünstigungen gibt, dass es zu wenig bezuschusst wird. Und was wünschen Sie sich deshalb von der Politik und von der Bevölkerung? Ein klares Bekenntnis zu den erneuerbaren Energien. Und damit ist eigentlich schon fast alles gesagt, weil damit ergeben sich die politischen Schritte. Nicht mehr und nicht weniger. Biogas kann nicht bei der Stromerzeugung seinen Beitrag leisten, sondern muss auch bei der Wärmeerzeugung und auch bei der Kraftstofferzeugung seinen Beitrag leisten. Biogas kann das und Biogas muss das. Und Biogas ist einfach die Immer-Energie, die überall zur Verfügung steht und trägt außerdem ganz massiv zum Umweltschutz bei und zur Reduzierung der Treibhausgase bei. Und das müssen wir vorantreiben. Vielen Dank.